begrüßen im Namen von Herrn Barley und auch Herrn Pfarrer Prüsicke zur 21. Mali-Meditation in der Gruppe hier in unserer schönen Kirche am Sandhofhospital in Bochum. Ja, schön, dass Sie da sind. Auch nach Corona haben wir jetzt die zweite Veranstaltung in diesem Jahr. Es wird Präsenzveranstaltungen möglich und das ist sicherlich gut, dass man mal das persönlich auch hier, der damit befasst hat, mit der Mai-Meditation, dass es hier wahrnehmen können. Das ist ein schönes Angebot von Herrn Mali und auch von unserer Klinik, ja, dass Sie hier das selber mal persönlich live erleben können. Eine schwere Erkrankung wie Krebs oder auch andere schwere Erkrankungen ist für den Betroffenen und den Angehörigen immer was Schlimmes. Für den betroffenen Patienten geht eine Mauer hoch, er fühlt sich existenziell bedroht. Und in der Medizin, Sie lesen das ja überall, mit Personalengpässen und Nöten, die wir haben in der Medizin, Medizin auf Akkord getrimmt, kann sich der Patient auch schnell allein gefühlt, gelassen fühlen. Ja. Das ist natürlich ein Problem in Deutschland. Es gibt Probleme natürlich auch, wenn man eine schwere Erkrankung hat oder Tumorerkrankung, ja, dass in der Familie auch vieles durcheinander gerät. Nicht nur existenzielle Bedrohung von dem Einzelnen, sondern auch in der Familie, ja, passiert da sehr viel. Dessen muss man sich bewusst sein. Und auch wenn man dann älter ist, kann in der Beziehung auch so manches nicht mehr so gut sein, wie es mal früher war. Die Schmetterlinge sind verflogen sozusagen. Aber nach wie vor ist die Schulmedizin, das ist die Onkologie, die Chirurgie, aber auch die Strahlentherapie, die Psychoonkologie sind immer noch die Hauptpfeiler einer medizinischen Behandlung. Hat auch ihren Beweis angetreten. Ich weiß persönlich, ja, durch die Patienten, die ich in der Sprechstunde sehe, auch im Verlauf einer Tumorerkrankung, schweren Erkrankung, dass es schon wichtig ist, die Lebensgewohnheiten, die Einstellung auch zu ändern. Und die das gemacht haben und nicht nur sich ausliefern, in Anführungszeichen, der Schulmedizin, sondern auch dem Motto, hier bin ich, gib mir die Chemotherapie, die Strahlentherapie. Die Patienten, die noch was separat gemacht haben, komplementär zu unserer Schulmedizin, auch immer den besseren Verlauf genommen haben. Herrn Mali kenne ich schon seit 16 Jahren. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen seiner Frau, die auch einen Bauchspeicheldrüsenkrebs leider bekommen hat. Und er hat es damals noch so eigene Erfahrung, diese Meditationsform entwickelt. Er wird nachher darauf eingehen. Wir haben das gerne hier auch aufgegriffen, hier in unserer Klinik. Und wir waren vor 13 Jahren ziemlich kritisiert worden, ja, von allen Seiten. Ja, was macht ihr da überhaupt? Was soll das? Aber ich denke, wir waren standhaft, trotz aller Kritik, was wir weitergemacht haben. Das, was Herr Mali macht und er selber, hat nichts mit Esoterik, wir wurden da in diese Ecke gedrängt, zu tun. Und Herr Mali ist auf jeden Fall auch kein Heiler. Damit hat es gar nichts zu tun. Leider gibt es in der Presse auch immer so, ja, Verwirrung mit den Begriffen. Es gibt Alternativmedizin, es gibt Komplementärmedizin und integrative Medizin. Was heißt das? Komplementär ist, ich kann wählen zwischen zwei Behandlungsformen. Das wollen wir schon mal gar nicht machen, weil, wie gesagt, Schulmedizin ist ein Hauptpfeiler. Was wir machen, ist Komplementärmedizin. Das heißt, es wird ergänzt, die Schulmedizin. Wir sind in Deutschland noch weit entfernt von integrativer Medizin, wo eine Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin ist und der Komplementärmedizin. In den USA kein Problem offensichtlich. In den USA gibt es ganze Kliniken, die heißen Integrative Medicine, sogar in ganz hochrangigen Uniklinika, beispielsweise in New York. Memorial Sloan Kettering Hospital. Da gibt es eine Abteilung Integrative Medicine. Da muss ich mal vorstellen, da gibt es eine ganze Mannschaft,
die die Patienten begleiten zur Schulmedizin mit Verfahren wie Meditation und anderen Phytotherapie und anderen Medikamenten, die man zur Chemotherapie begleitend geben kann. In England gibt es einen Begriff, gibt es Menschen in den Kliniken, die heißen Healer. In Deutschland undenkbar sowas. Healer, ja. Die begleiten die Patienten auch auf der Station und machen eine Überbrückung zwischen Schulmedizin und der komplementären Medizin. Das würden wir uns in Deutschland auch mehr wünschen, diese integrative Medizin. Aber es ist noch weit entfernt. Es gibt Ansätze. Was ich noch erwähnen möchte, ist Psychoimmunologie. Es gibt einen Professor Schubert in Innsbruck, der befasst sich ja mit der Bedeutung der Psychoneuroimmunologie. Und zwar mit Psyche, Kopf und Körper, was für die Heilung wichtig ist. Was wir brauchen, ist einen ganzheitlichen Behandlungsansatz. Wir sind nicht die Summe von einzelnen Molekülen, wir sind mehr, wir Menschen. Soziale Bindungen, körperliche Berührung ist für die Gesundheit und die Gesundung sehr wichtig. Stress. Und ich denke, die Patienten haben Stress. Existenzielle Probleme. Das beeinträchtigt die Immunabwehr. Das wissen wir mittlerweile schon in der Schulmedizin. Da erwähne ich immer gerne auch ein Experiment mit Studenten. Wenn Sie einen Gaumen setzen bei Studenten unter Prüfungsstresssituation und wenn Sie in den Ferien sind, dann heilt diese Verletzung am Gaumen und der Prüfungsstress schlechter. Das heißt, dass Stress, die Immunlage ganz wichtig sind und negativ beeinflussen eine Heilung. Heilung und Linderung von Erkrankungen wird von vielen Faktoren beeinflusst. Schulmedizin oder besser die konventionelle Medizin ist der Hauptpfeiler in jeder Behandlung. Der Patient sollte aber entsprechend dem Beispiel komplementärmedizinische Maßnahmen mit ergreifen, und zwar in Eigenverantwortung und Überzeugung. Es gibt hier ganze Blumenstrauß, die man machen kann. In Google kann man ja sehr viel lesen, was alles gibt. Wovon er überzeugt ist, sollte er mit ergänzen im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes. Die Mali-Meditation unter Einbezug des Partners ist besonders geeignet, durch Liebe, Berührung, Glaube und Hoffnung eine Stabilisierung der Psyche und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Mali bildet auch Mali-Therapeuten aus, Meditationstherapeuten. Es sind auch Ärzte dabei. Wir haben hier vor Jahren auch Ärzte hier eine Urkunde erreicht. Ist heute auch noch ein Anlass für heute noch, was ich hier machen darf. Das heißt, er macht nicht nur alleine für sich, ja, sondern er gibt sein Wissen weiter an Menschen, die ebenfalls die Meditationsform mit den Patienten und Angehörigen machen können. Es gibt sogar eine Krankenkasse in Bayern, die teilweise auch die Kosten übernimmt für diese Meditation. Die Effekte der Mali-Meditation, auch das ist sicherlich gut gewesen, Herr Mali, dass wir zumindest mal eine Publikation gemacht haben und hoffentlich weitere folgen werden, ja. Wo ein Beweis, ein gewisser Hinweis gefunden werden kann, waren nur zwar wenige Patienten, 20 Patienten mit Pankreaskarzinom, aber es wurden erste Hinweise mal geliefert, dass diese Meditation eine innere Stabilisierung bewirken kann und auch den Heilungsprozess begünstigen kann. Ich ende immer gerne mit dieser Einführung mit einem Zitat von Sigmund Freud. In dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Ich würde es gerne ergänzen noch, wenn er die Hoffnung verliert, sich allein gelassen fühlt, wird eine Linderung und Heilung von Erkrankungen erschwert bis unmöglich. In dem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine
heilsame, wunderbare Erfahrung mit der Mai-Meditation. Das zunächst mal als kleine Einführung. Ich darf aber heute noch einen besonderen Anlass hier machen, und zwar unser Pfarrer Dirk Brüsecke hat jetzt auch bei Herrn Mali die Meditation als Therapeuten die Ausbildung absolviert. Das ist nicht nur einfach so, dass der Herr Mali, ja, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, okay, ich mache mal diese Urkunde, ja, nein, Herr Brüsecke, das ist der Beweis, er musste auch was schreiben, Diplomarbeit, ja, Herr Brüsecke. Ich habe mir das auch angeschaut und durchgelesen, ja, das ist eine sehr schöne Diplomarbeit, ja, sonst wäre er ja Doktor geworden, nein, Diplomarbeit, ja, wo er seine Erfahrungen, ja, niedergeschrieben hat mit der Mai-Meditation. Er führt es auch weiter hier durch in Zukunft auch, von der Vergangenheit, aber jetzt offiziell ist er jetzt auch Mali-Meditationstherapeut. Ja, dazu gratuliere ich ihm ganz herzlich und es gibt auch ein Diplom, ja, was er heute anlässlich unserer 21. Meditation hier bekommen wird. Herr Brüsecke, schön, dass Sie es gemacht haben. Danke sehr. Ja, und hier ist die Urkunde. Danke ja. sehr. Ja. Gut, ich übergebe dann auch gleich das Wort an Sie, Herr Brüsecke. Wir dürfen die Urkunde behalten. Danke, herzlichen Dank. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu dieser Mali-Meditation am 1. Advent. Ich begrüße Sie hier in der Kapelle und ich begrüße auch die Patienten auf ihren Krankenzimmern über den Fernsehkanal. Über diesen Kanal verfolgen Sie, wenn Sie das möchten, diese Meditation mit. Und ich begrüße natürlich ganz besonders auch Wolfgang Mali, der sich wieder zu uns auf den Weg gemacht hat. Mein Name, das haben Sie schon gehört, ist Dirk Brüsecke. Ich bin Pfarrer hier im Krankenhaus. Ich mache es jetzt ganz kurz. Heute Morgen hat hier ein Gottesdienst stattgefunden mit einer Ausstellungseröffnung. Und im Mittelpunkt stehen diese großen Engelflügel. Die Engel Gottes, sie stehen für etwas, das am besten ein bekannter Vers aus Psalm 91 in Worte fasst. Das ist ein sehr bekannter Vers, den viele Leute auch als Konfirmationsspruch zum Beispiel sich wählen. Er lautet, denn Gott hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auch wir wünschen uns besonders in Situationen der Krankheit und der Ungewissheit Engel an unserer Seite und dass wir getragen sind, da wo unsere Kräfte schwach sind. In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen eine heilsame Meditation in dieser Gemeinschaft und auch in diesem Raum. Danke. Einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Adventsnachmittag wünsche ich Ihnen alle. Was Sie eben heute schon gehört haben, einmal von dem Professor Uhl und auch von dem Pfarrer Brüsecke, die Situation hier oder der Grund, warum Sie hier sind, ist ja in der Hauptsache, Sie möchten mehr wissen über Heilung. Wie funktioniert Heilung? Wie kann Heilung funktionieren? Welche Möglichkeiten habe ich, um selber heil zu werden? Es ist ja so, dass jeder möchte natürlich ein langes Leben haben. Wir kommen ja auf diese Welt, wir werden geboren. Und dann gibt es Menschen, die werden 100 Jahre alt, sogar noch bei einer relativ guten Gesundheit. Und andere wiederum, die müssen früher gehen oder müssen gehen, weil sie eine Erkrankung bekommen haben. Und diese Erkrankung bei diesen Menschen zum Tode führt. Es ist so, die Situation, wenn, die kennen Sie selber auch, je nachdem, was Sie für eine Erkrankung haben, Sie gehen in eine Klinik, Sie machen bestimmte Untersuchungen und dann stellt man zum Beispiel
Bauchspeicheldrüsenkrebs fest oder einen Lebertumor oder einen Lungentumor. In vielen Fällen bei den Patienten, die dann so untersucht werden und dann auch nachher ihre Diagnose bekommen, fällt immer wieder der Satz und das Wort, ja, wir werden alles probieren, um das Leben zu verlängern, aber sie sind unheilbar krank. Ein unwahrscheinlich hartes, ein sehr, sehr hartes Wort, was sie dann zu hören bekommen, und das macht ihr innen etwas. Ich weiß nicht, ob Sie Hildegard von Bingen kennen. Hildegard von Bingen, das ist eine Mystikerin, eine Abtissin, die im Jahre 1098 geboren wurde. Ich muss das eben ablesen, ich weiß nicht auswendig. Und lebte bis zum Jahre 1179. Und diese Hildegard von Bingen hat ganz viel bewirkt. Sie hat viele Kräuter entdeckt, die zur Heilung geführt haben. Sie hat Gebetsmethoden entdeckt, die zur Heilung geführt haben. Aber was ganz wichtig ist, ist der Ausspruch von ihr. Jede Krankheit ist heilbar. Und dann kommt es dahinterher. Aber nicht jeder Patient. Und woran liegt das? Wenn Sie in die Klinik kommen und Sie gehen zu dem Arzt oder zu dem Onkologen und Sie haben so eine schwere Erkrankung und der sagt Ihnen, Sie sind unheilbar krank, dann ist das nicht etwas Bösgemeintes, was dieser Arzt zu Ihnen sagt. Das ist das, was er aus seiner medizinischen, aus seiner menschlichen, aus seiner Erfahrung, die er ableitet, aus Studien. Dieser Arzt sagt, Sie sind unheilbar krank. Aber wenn er dieses sagt, wenn er dieses zu Ihnen sagt, dann wissen Sie gleich eins, Sie wissen etwas über diesen Arzt. Dieser Arzt ist nicht spirituell. Dieser Arzt ist glasklar. Er ist ein guter Arzt, aber er ist glasklar und ganz nüchtern. Sie sind unheilbar krank. Ein spiritueller Arzt, ein Arzt, der einen Glauben hat, der würde das anders formulieren. Der würde sagen, schulmedizinisch können wir nicht mehr viel machen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten und das ist die Heilung über Ihren Glauben. Und über Ihren Glauben sind die Möglichkeiten enorm. Ich habe in der Zeit, wo ich das mache, schon viele Patienten gesehen, die unheilbar krank waren und die wieder gesund geworden sind. Die kamen zu mir, wir haben die Meditation gemacht und ich habe keine energetischen Kräfte in den Händen. Ich bin auch kein Wunderheiler. Aber was ich mache, ich sage immer, das, was ich tue, ist eigentlich Diakonie. Und das können Sie alle auch. Dem Menschen bewusst machen, dass wir Teil Gottes sind. Wir sind ein Teil der göttlichen Liebe, das ist in uns. Wir sind alle gleich, nur bei vielen Menschen ist dieses Element verschüttet. Wenn dieses Element nicht verschüttet ist, können wir ganz anders mit dem Leben umgehen. Denn eins ist ganz wichtig, überhaupt wenn Sie eine Erkrankung haben, zeigt das eigentlich, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Die Liebe Gottes und Gott ist Ordnung. Das Universum, in dem wir leben, ist eine Ordnung. Da ist nichts, was unordentlich ist. Wenn der Mond auf einmal auf die Idee käme, sich andersrum zu drehen, würde ein Riesenchaos entstehen. Nein, es ist eine ganz festgelegte Ordnung. Und diese Ordnung brauchen wir im Leben auch. Wenn Sie selber aber in sich schon unordentlich sind, dann werden Sie Probleme haben, um wieder gesund zu werden. Und ich sage Ihnen auch, warum. Das ist, was der Professor Uhl schon vorhin ganz klar gesagt hat. Die Schulmedizin ist ein Teil. Es ist ein ganz wichtiger Teil. Ja, wir haben eine hervorragende Schulmedizin in dieser Zeit und die wir auch nutzen sollten. Aber das heißt nicht, dass wir sagen, wir gehen jetzt zu dem Arzt, hier hast du meinen Körper und mach mal. So funktioniert das nicht. Die Schulmedizin ist der Teil, der den körperlichen Teil im Grunde genommen entweder heilt oder aber bei einer Erkrankung diese Erkrankung zum Stillstand bringt. Aber den Rest müssen wir selber tun. Und dann geht es los. Überlegen Sie dann mal, wie ernähren Sie sich? Ja, was essen Sie?
ein halbes Pfund Zucker am Tag, 2 Flaschen Wein. Ja, ich sage das jetzt mal ein bisschen extrem ausgebreitet, aber dann auch von den Nahrungsmitteln an sich, die teilweise sehr, sehr schädlich sind, weil alle möglichen chemischen Substanzen da drin sind. Wir merken gar nicht, wie wir uns mit unserer falschen Ernährung ganz langsam in die Krankheit hineinbewegen. Irgendwann kann die Leber dann nicht mehr, weil die Giftstoffe nicht mehr abbauen kann. Und irgendwann kann der Körper nicht mehr und wir werden krank. Also, das ist ein ganz wichtiges Element, wenn wir krank sind, genau mal zu überlegen, was essen wir. Und dann ist es wichtig, dass Sie diese Ordnung hineinbringen in Ihr Leben. Sie ordnen das, dass Sie wieder vernünftig und normal essen. Dann kommt das nächste Element. Wie viel bewegen Sie sich? Deswegen habe ich ja hier die Krücke da. Ja, das ist mein Schwachpunkt. Wenn Sie sich nicht bewegen und nur sitzen und vielleicht ein paar Meter laufen, dann führt das im Körper langfristig zu Problemen der Muskulatur. Das führt zu Problemen mit dem Skelett. Das heißt, unser Körper wird auch nicht mehr richtig durchblutet. Wir machen auch da wieder einen ganz großen Fehler mit dem Körper, den uns Gott geschenkt hat. Das ist das Wertvollste überhaupt. Sie können Milliarden haben. Die interessiert niemand mehr, wenn jemand krank ist. Ja, der möchte dann nur noch eins, seinen wertvollsten Besitz zurück, die Gesundheit. Aber wenn Sie das dann auch erkennen, aha, da liegt das Problem. Ich bewege mich ja gar nicht. Und Sie gehen wieder in diese Bewegung. Dann werden Sie merken, hier passiert etwas. Es ist ein zweites Element, was zur Heilung führt. Und dann kommen wir auf die dritte Schiene. Das ist das, was ich selber sage, das ist der seelische Bereich. Was machen die meisten Menschen noch für ihren seelischen Bereich? Sie drangsalieren die Seele und sie führen die Seele im Grunde genommen eigentlich in den Abgrund, ohne es zu merken. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie Kinder sehen, kleine Kinder, die sind glücklich, die sind freudig, die gehen auf alles zu, da ist keine Angst da, da ist Liebe da. Kleine Kinder. Und bei Erwachsenen finden Sie sehr häufig dann eine andere Richtung, dass die Leute verschlossen sind, dass die Leute eigentlich kalt geworden sind. Und dann schauen Sie mal, welche Nahrung die Seele dieser Menschen bekommt. Ein wichtiges Nahrungsmittel, was sie innerlich gut verhärtet, das ist Netflix. Ja? Wenn Sie sich die entsprechenden Filme anschauen jeden Abend, was meinen Sie, was das mit Ihrer Seele macht? Sie erleben am Abend, wie so 30, 40, 50 Menschen grausam umgebracht werden. Sie sehen nichts Schönes. Das zweite Mittel, was Sie nehmen können, ist abends vor dem Schlafengehen die Tagesschau gucken. Ja? Haben Sie genau das gleiche in Grün, nur ein bisschen abgemildert. Und was wird Ihnen da gezeigt und was wird Ihnen da serviert? Ihnen wird serviert Menschen, die Gott verlassen haben, Menschen, denen das Menschenleben wurscht egal ist, Hauptsache sie können eine Ideologie durchsetzen. Das ist teuflisch. Nur das Problem ist, niemand spricht es an. Im Gegenteil, man sagt, man muss das fördern, da ist ja der Feind auf der Seite, da müssen wir auf der anderen Seite Waffen liefern, damit noch mehr umgebracht werden. Ich finde es eine grausame Situation in unserer Zeit, dass wir das Wichtigste, was wir haben, die Liebe zu Menschen, im Grunde genommen in den Keller stecken. Wenn das wach würde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, würden gar keine Kriege entstehen können. Ein Krieg ist nie gut. Es gibt keine guten Seiten bei einem Krieg. Es gibt nur zwei schlechte Seiten. Aber das sind nicht die Menschen, die werden manipuliert und die werden instrumentalisiert. Aber man kann da etwas gegen tun. Gehen Sie ins Gebet. Die Meditation ist eigentlich ein Hilfsmittel, um wieder in die Spiritualität zu kommen. Wenn Sie die Meditation machen, Sie können auch eine andere Form von Meditation machen. Aber besinnen Sie sich, dass Sie ein Teil der göttlichen Liebe sind und die göttliche Liebe ist für alle Menschen da und hilft den Menschen. Man hilft sich gegenseitig, um wieder auf die Spur zu kommen. Wenn Sie diese drei Elemente in sich wieder wach machen, wenn Sie diese drei Elemente wieder
in Ordnung bringen. Das ist eben, wie gesagt, der Glaube an Gott. Und der Glaube an Gott, dadurch wird eine Heilung wieder real. Und wenn Sie dann auch noch die anderen Dinge tun, Sie gehen auf Ihre Ernährung, Sie gehen auf Ihre Bewegung, dann werden Sie sehen, unheilbar krank gibt es nicht. Aber wenn Sie selber meinen, Sie könnten Ihren Körper in der Klinik abgeben und er kommt gesund wieder zurück, dann haben Sie einen Fehlschluss. Dann gehören Sie zu den Patienten, die nicht heilbar sind, weil Sie selber nichts tun wollen. Das ist das Gleiche. Sie wollen etwas lernen. Sie gehen in die Schule. Ja, Sie gehen dann rein, setzen sich in die Klasse und träumen den ganzen Tag dahin. Und das machen Sie jedes Jahr. Und am Ende werden Sie die Prüfung nicht schaffen. Warum? Weil Sie nichts getan haben. Der Lehrer hat alles getan. Der hat Ihnen alles gegeben, hat Ihnen alles gesagt. Das ist, was der Professor Uhl auch sagt. Er sagt seinen Patienten auch, macht diese anderen Dinge dazu. Besinnt euch, dass nicht nur die Schulmedizin, sondern das andere genauso wichtig ist. Und dann habt ihr eine ganz reelle Chance, um wieder rauszukommen. Aber warum sollen wir denn wieder gesund werden? Ganz einfach. In dem Moment, wenn Sie aus einer unheilbaren Krankheit gesund geworden sind, können Sie das anderen Menschen ganz anders nahe bringen, glaubhaft machen. Weil Glaube ist eine Sache, aber die Erfahrung, die zweite. Wenn Sie etwas erfahren, brauchen Sie nicht mehr zu glauben. Und das ist genau der Punkt, wo wir mit der Meditation sind. Die Meditation ist ein Hilfsmittel, um wieder in diese Kraft zu kommen, um sich wieder mit der Liebe Gottes zu verbinden. Ein Hilfsmittel, sage ich ganz bewusst. Ich sage das mit dem Hilfsmittel immer gerne. Ich hatte mal eine Patientin, die hat mir ein kleines Gleichnis erzählt. Die sagte, wissen Sie, was die Meditation ist? Wie sehen Sie das? Er sagte, ich erzähle Ihnen mal ein kleines Gleichnis. Und das hat mir so gefallen. Sie sagte, da war einmal eine Rabenmutter. Die saß oben in einem Kirchturm und hatte da ein Nest. Und in diesem Nest hatte sie 5 kleine Junge. Und diese Jungen wurden größer und sollten dann fliegen. Und dann sagte die Mama so, heute ist der Tag, wo ihr fliegt. Ihr setzt euch auf den Nestrand, dann schaut ihr nach unten, das ist zwar ganz tief, aber es ist kein Problem. Ihr breitet eure Flügel aus, hüpft und dann fliegt ihr von ganz alleine nach unten. Ein Rabenkind nach dem anderen macht das, breitet die Flügel auf, schaute nach unten, schluckte 2-mal und flog. Aber das Kleine konnte das nicht. Er sagte, Mama, ich kann das nicht. Ich habe furchtbare Angst und ich schaffe das nie. Da sagte die Mutter, gut, dann mache ich bei dir eine Ausnahme. Sie hat sich eine Feder aus ihrem Federkleid gezupft und hat gesagt, so mein Kind, die Feder der Mama nimmst du in den Schnabel und dann fliegst du 10-mal besser wie deine Brüder. Schau runter und es geht. Und es ging. So sehe ich die Malemeditation. Es ist ein Hilfsmittel, um wieder in die Spiritualität zu finden und sich auch wieder mit der Liebe Gottes zu verbinden, damit sie rauskommen. Das heißt ja nicht alleine rauskommen im seelischen Bereich, auch im körperlichen Bereich, dass sie wieder lernen, das Wertvollste, was sie haben, ihren Körper, um den wieder in Ordnung zu bringen, dass sie da wieder Ordnung schaffen, dass sie die Ernährung dementsprechend umstellen, dass sie ihn nicht permanent weiter vergiften. Wenn sie das machen und wenn sie diese Manipulation gibt ihnen die Kraft, dadurch bekommen sie die Kraft, um das durchzuhalten. Und darum empfehle ich das und darum sage ich auch immer wieder, in den Kliniken ist es so wichtig, den Patienten das zusätzlich an die Hand zu geben. Weil man braucht etwas, um in so einer schweren Zeit da durchzukommen. Darum beziehe ich ja auch immer wieder die ganze Familie mit ein zur Meditation. Weil es ist nicht nur der Kranke, der leidet, aber auch der Ehepartner leidet, die Kinder leiden. Darum habe ich in meiner Praxis diese Meditationssitzung immer für die Familie ausgelegt, damit die ganze Familie aus dieser Situation herauskommt. Und da werden viele sagen, ja, so kleine Kinder von 7, 8 oder 10 Jahren, genau die kleinen Kinder von 7, 8 oder 10 Jahren sind spiritueller, wie sie alle glauben. Nur da niemand mit ihnen spricht und das nicht gefördert wird,
verkümmert das langsam. Ich sehe das in der Praxis, wenn wir die Meditation machen. Wenn Patienten mit Kindern kommen, dann sage ich immer, die Kinder bleiben dann im Warteraum, die können dann noch was spielen. Die psycho-onkologischen Gespräche, da sind die Kinder nicht dabei, weil das macht auch keinen Sinn. Aber nachher, wenn ich die Meditation erkläre, und ich erkläre das dann so, dass die Kinder es auch verstehen, machen die Kinder mit. Die legen auch der Mama die Hand auf. Und die sind 25 Minuten lang voll dabei, obwohl ich den Kindern immer sage, wenn ihr meint, die Mama hat genug Licht geschickt bekommen, könnt ihr rausgehen. Tun die nicht, die bleiben da. Und nach dieser Sitzung ist eine Atmosphäre in dem Raum, das können sie nicht beschreiben. Warum ist das da? Die Mali-Meditation ist im Grunde genommen ein kleiner Hausgottesdienst, wo der diese Meditation zelebriert, der Hauspriester ist. Wir verbinden uns mit der allumfassenden Liebe Gottes und dadurch werden die Menschen so glücklich. Wir erfahren das. Glauben kann man am besten erfahren. Dann wirkt es auch im Herz. Und das ist das, was wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt mal diese Mali-Meditation hier erfahren. Wir werden gemeinsam diese Meditation machen. Ich werde das. Sei dir bewusst, dass nur dieser Augenblick zählt. Du brauchst gar nichts zu tun. Beobachte nur deinen Atem. Gottes Geist ist Lebensodem, Licht und Leben. So, ich hoffe, dass Sie alle diese Meditation einmal für sich genossen haben, auch erfahren haben. Und sonst wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Adventssonntag noch und vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Veranstaltung hier in Bochum wieder.